Wegen dem Mystique-Vakuum, Sticky. Ja. Kreativ kann er, ne? Eklig. Naja, kreativ und Wahnsinn liegen oft beieinander, sagt man ja, ne? Man nimmt andere Sachen für sowas. Was denn zum Beispiel? Was wäre denn dein Vorschlag gewesen? Na schon mal keine Socken. Socken lassen sich leichter waschen. Wow. Okay, wir drehen uns in eine spannende Richtung. Also, für euch spannend, wahrscheinlich. Was? Das steckt ja besser drin. Was? Okay. Also, wir haben es erst 16:30, ja? Ihr müsst doch nicht so übertreiben. Hebt euch noch ein bisschen was für später auf. Ich habe mein Feld gerade eben erst gemacht. Warum blinkt denn das schon wieder? In Australien ist 12:26. Echt, ja? Okay. Schon vor uns. Okay, okay. Schon krass, oder? Dieser Zeitunterschied. Weiß gar nicht, wie du damit zurechtkommst, sondern ich würde das voll wahnsinnig machen. Also die Entfernung plus diese übertriebene Zeitspanne. ...16.500 Kilometer und 10 Stunden. Uff. Ich würde durchdrehen. Glaube ich. Also Schriftrollen droppen gerade ziemlich nett. Das ist ja schon mal mehr, als wir letztens hatten. Bin ja schon fast begeistert. Sky. Ja, aber trotzdem, ne? Ihr müsst doch dauermüde sein. Dass ich immer müde bin, weißt du ja. Ja, weiß ich. Das ist schon übel, ja. Und das alles für die Liebe? Für die Liebe. Ja, müsst ihr euch beide ein bisschen anpassen, ne? Ich finde das irgendwie komisch, dass ich dem immer zwischen die Eier lang dashen muss, ja? Diesen Bolten, der da immer im Gang steht. Das ist total bekloppt. Ich gebe meinen Kopf genau bis zu seinem Schritt. Ein bis zwei, okay.
Ja, ich habe mir angewöhnt, so um 23, 0 Uhr irgendwie schlafen zu gehen. Hallo Nachtraum. Na du? Da ist er ja. Meine zweite DK-Hälfte. Würde ich auch gerne, wenn ich könnte. Schon krasse Fernbeziehungen, ne? Es ist schon... Verlangt schon viel von einem ab, immer. Aber es ist krass, dass ihr das schon so lange durchhaltet, ne? Ich finde das bemerkenswert. Ja, das glaube ich nicht. Ob ich mich trauen soll, einen Loot-Scroll zu schmeißen? Ob eventuell, nachdem hier gerade so viel droppt, ohne Loot-Scroll, vielleicht doch endlich mal was Brauchbares am Droppen ist? Vergesst nicht das Würfeln, by the way. Dann 20 im Bett, 35 aufstehen, bester. Ja, bei mir ist das ja genauso, ne? Ich gehe so 23 Uhr, 0 Uhr irgendwie schlafen und bei mir klingelt der Wecker halt dann um 6 oder um 6.30 Uhr, je nachdem. Einer von beiden Uhrzeiten ist immer. Über 3 Jahre. Uff, okay. Krass, ey. Wie oft seht ihr euch im Jahr? Also im besten Fall, wie oft könnt ihr euch sehen im Jahr? Geht die Musik eigentlich für euch so? Der Mix ist ziemlich nice. Ich will nur, dass ihr auch alles versteht. Geht? Oder soll ich ein bisschen lauter machen? Ist voll geil. Ich habe meine Kopfhörer so übel laut gerade. Voll gut. Kann ich mal ein bisschen lauter, ne? So. Hauptsächlich versteht mich noch, dann ist alles gut. Find's gut. Naja, jetzt haben wir es noch ein bisschen lauter gemacht, easy. Mehr als einmal geht nicht. Also ihr seht euch einmal im Jahr, oder was? Wie lange fliegst du dahin? Also, wenn man bei 16.500 Kilometer ist ja schon ein Stückchen, ne? Warst du eigentlich schon mal in Deutschland? Oder bist du bisher immer nur nach Australien geflogen? Naja, gut, ist halt auch am... anderen Ende, ne? So. Du fliegst gerne? Boah, ich fliege, ne? Naja, also wenn ich wirklich fliegen muss, dann fliege ich auch, aber ich mag fliegen nicht so. Ich weiß nicht. Ich fühle mich in einem Auto viel mehr, also viel sicherer als in einem Flugzeug, obwohl ich genau weiß, dass es nicht so ist, ne? Weil halt natürlich viel mehr Autounfälle gibt als Flugzeugabstürze. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht. Ich habe da so... Ist irgendwie meine Einstellung, ja? Ja, du siehst die Welt dann halt von oben, ne? Mm-hmm.
Runter kommst du immer. Ja, wo du recht hast, Drive-In. Das war mein erster Flug überhaupt. Schon geil, wenn man eine Kurve fliegt und dann draußen schaut und 10 Bonne. Okay. Letztes Mal bin ich geflogen nach Zypern, ey. Es war schon, also es war ziemlich nice, so über das Meer zu fliegen und so. Aber ich weiß nicht. Egal, welche Filme ich geguckt habe, irgendwie sind Flugzeuge immer abgestürzt und du wurdest dann vom Hain gefressen, ja. Also von daher finde ich das irgendwie nicht so beruhigend in der Luft. Ja, überleg doch mal die Filme, die kommen. Was passiert mit den meisten Flugzeugen, die in Filmen rumfliegen? Die stürzen immer ab, die Scheißdinger. Gibt halt mehr Action, ne? Aber, ja. Du fühlst dich nicht angeknabbert. Ich hab's ja auch geschafft, ohne abzustürzen und von Haien gefressen zu werden. Also alles gut. Also überlebt habe ich es ja auch, aber trotzdem, ich fahre stundenlang Auto und habe ich gar kein Problem mehr. Aber fliegen, vor allem beim Fliegen kann ich halt auch die Hunde nicht mitnehmen. So, das ist halt, ja, ziemlich kacke. Warum hast du nicht sowas in die Richtung beruflich gemacht? Weiß nicht, muss ja nicht unbedingt Pilot sein. Gibt ja auch männliche Stewardessen, ja? Doch männliche Krankenpfleger? In den Augen? Keine Ahnung, okay. Das schränkt dich so krass ein, oder was? Okay. Bind dein Auge zu und mach mal deinen Tag durch. Oh nee. Ich glaube, da will ich Kopfschmerzen kriegen. Man gewöhnt sich doch sicher dran. Meinst du, ProSieben? Ah, okay. Also das ist das schon, weil du klein bist, oder was? Dass du dieses räumliche Sehen einfach gar nicht hast? Ja gut, dann bist du es halt aber auch gewohnt, ne? Irgendwo. Zu behindert, wie sich das auch anklingt, aber du bist, anklingt vor allem, anhört. Aber du bist ja dann rein gewöhnt. Okay. Ja, verrückt. Aber Homeoffice ist doch dann perfekt eigentlich bei dir, oder? Also irgendwas am PC machen, meine ich halt damit, ne? Und so Richtung IT und so ist auch nichts für dich? Ich meine, gut, du hast ja jetzt was, ne? Aber ich meine, Weiterentwicklung geht ja immer. Ja, Hallöchen, Megias. Na, du? Warum kill ich dich hier eigentlich? Oder Zeitwaste. Na, Siluga? Na, du, Megias? Alles gut bei dir. Ich liebe die neue Kombo, ne? Ich finde die total abgefahren.
finde die ein bisschen geil. Irgendwie schon ganz okay. Joa. LS-Man. Ja, meinst du, ich soll schon eine reinmachen? Bin schon warm gegrindet. Na komm, wir geben mal wieder eine Stinks aus, eine Loot Scroll. Und werden jetzt live Zeuge, wie wir mal wieder nichts droppen werden. Ich mache eigentlich immer so 2000 Trash zum warm werden. Ohne Scrollen und dann. Ich muss so scrollen. Rein. Jetzt aber Kompass. Ah ja. Gwen doch heute mit Nuva, glaube ich. Ja. Mal gucken. Lass mal Nuva drunter. Geht eigentlich klar mit dem Portverbrauch. Alles gut. Als ob ich einen Kompass droppe. Sascha. Ich sag dir ganz ernsthaft, ne? Ich werde das Ding niemals hier finden. Aber Schwarzsterne finde ich. Easy. Du hast den noch Ted bekommen? Den Ton gerade oder nicht? Hä, aber du hast doch gestern. Hast du nicht gestern geschrieben, dass es geklappt hat im Discord? Oder habe ich mich verlesen? Ja. Siehst du? Soll ich zum Endschmuck ja auch gerne sagen, ne? Ein Fehler und dann hat es geklappt, aber leider hat es bisher noch nicht geklappt. Blöder Schmuck, ey. Ja. Oh, ich glaube, den kann ich mitziehen, den Wodka, oder? Ich hab bestimmt Bock, bis hier hinten hinzulaufen. Kommst du? Ja, früher oder später mit Sicherheit. Ja, ich werde jetzt auch meinen 124er Stack werde ich jetzt auch stecken lassen und werde dann einfach einen frischen 100er nehmen. Ich habe ja so viele davon, von A und B und diesen Quest-Shit und so. Frischen 50er. Okay. Du brauchst Kaffee. Hast du denn jetzt eine neue Kaffeemaschine, Miguel? Wahrscheinlich, oder? Essen? Essen? Was ist das? Hätte ich auch noch vielleicht machen sollen vom Stream. Naja, egal. Mal später. Und was hast du dir geholt für eine? Ich schwöre auf meine Tassimone.
Ein Cappuccino? Yo, easy. Cappuccino geht halt auch immer. Ich finde aber auch, Cappuccino hält nicht wach oder sowas, sondern weil da so wenig Koffein drin ist. Schoko-Cappuccino schmeckt übel gut. Du musst dir doch mal einen Kaffee. Was? Jura? Okay. Ja, das stimmt wohl. Ich gehe auch mit meinem Headset immer durch die Wohnung. Wenn ich im Discord bin, dann mit den Guildies oder so. Ach, oh, dieser Rücken, ne? Ich krieg noch das Kotzen, ey. In der Arbeit. In der Küche ist nicht so weit weg von dir, oder? Von deinem Platz? Yo, easy. Keine 10 Meter, ey. Ich muss den übersten Weg zurücklegen, ne, bis ich in der Küche bin. Dauert halt mega lange, weil die komplett an dem anderen Ende der Wohnung ist. Dein erster Kaffee heute? Wow. Was ist da denn los? Normalerweise hast du doch bis dahin schon 2 Kannen getrunken, oder? Mhm. Ja gut, stimmt. Du kannst ja einfach runterklappen, ne, am Headset. Voll gut. Oder hochklappen. Ich? Oh, also ich finde das nicht schlimm, ne? Nein, ach Quatsch. Pff, ich mach das doch nicht anders. Wenn die Reichweite passt, ne? Alles gut. Mann, ich würde so gerne das droppen hier, ne? So gerne. Dafür droppen mehr Schriftrollen als letztens, ey. Ich meine, das waren super wenig. Was haben wir gemeint? 2,5 Stunden oder so? Das war super wenig. Ja, genau. Drop mal was hier. Sag das denen mal ruhig. Schrei die mal an, Sascha. Was fällt denen eigentlich ein, nicht zu droppen?
Aber Schriftrollen kommen halt wenigstens. Das ist schon mal so ein bisschen beruhigend. Ich sehe. Yo. Yo. Sorg, ne? Jetzt habe ich ihn erstmal hochgehen kurz. Gut, dann werden wir jetzt mal unseren Spot verlieren, würde ich sagen. Warte mal, habe ich. Ich muss dringend Effekt dann machen. Und einmal Ärmel hochkrempeln. Ach, Mann. Ich hoffe, der hat Zeit dafür, dass mein Spiel nicht auf der SSD ist und dass ich eine Weile im Ladescreen bin. So, warte mal. Fangen wir jetzt an oder nicht? No! Ich hab scheiß R gesucht in meinem Chat. Das gibt's nicht, oder? Fail, ey. Ja, genau. Wie klappt denn das bitte? Boah, ich hab noch nie so ab. Pff. Alter, okay. 1-1. Uff, ich hab Schwein gehabt, ne? Los, potte mal ein bisschen schneller, kleine Fee. Oh, no! Ah, das hab ich verkackt gerade. Fuck. Man sollte nichts ausprobieren in einem Duell. Gut, ich werde da mal Channel switchen. Oh shit, Mann, aber die zweite Runde habe ich ganz gut hingekriegt. Achso, ich bin voll mit Modus, ne? Halt. Ach, Manu. So hart unlucky. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin, vor lauter Schreck? Komm, wir gehen mal da gucken. Erst nehmen E und T über D. Ja, ich weiß, Alter. Also ich war ganz zufrieden eigentlich, nachdem ich das ja doch gut gedreht habe, aber irgendwas lief dann wohl nicht mehr so. Schade. Okay. Auf den ersten Blick ist keiner zu sehen. Geh mal duschen. Ja, wo, alles klar. Viel Spaß beim Training, ne, Nietzsche? Viel Erfolg und so. Mann, Mann, Mann. Das hätte ich besser gekonnt, ne? Ärgerlich. Mhm.
Und das nur, ich habe jetzt nur verloren, weil ich sie das eine Mal gerade nicht getroffen habe. Hätte ich sie auf den Boden gelegt, dann hätte ich das Ding für mich entscheiden können. Schade. Naja. Weil zumindest eine Song und keine Mystik. Du warst schon im Gym heute, Miguel? Hast du jetzt schon dein Workout beendet? Zweieinhalb Stunden, okay. Ja, nice. Ich glaube, es wird gerade Nacht, kann es sein? So, jetzt gucken wir mal drüben, ob der Spot auch frei ist. Jo. Gut lucky. Mit unseren Spots. Spot taken. Was? Echt, das sieht jetzt schon so dunkel aus im Game. Ich hab gedacht, es wird jetzt gleich Nacht hier. Uhr 30, okay. Ja gut. Dann stürmt's vielleicht einfach nur draußen in der Wüste. Gucke mal nach oben links, um zu gucken, ob meine Ulti ready ist, ne? Also nicht wundern, warum ich so nach oben links gucke. Sieht immer so ein bisschen beschränkt aus, glaube ich, wenn ich immer so nach oben gucke oder nach da. Entweder Karte oder Schwarzgeld. Also dieses Frenzy ist schon krank, ne? Es ist schon gut. Finde ich. Was du heute denn schon grinden, Sascha, oder noch gar nicht? Also hast du noch nicht gegrindet? Okay. Irgendwann wird mir ein Elten mal was ausspucken oder ein Wodken oder ein Borken. Irgendwann werden. Guck mal, es regnet tatsächlich, schau mal. Uff, Wurm hat gerade 62 gemacht. Dann machen wir doch mal ein GZ. Es regnet gerade bei mir in Hystria. Hatte ich ja recht gehabt mit dem schlechten Wetter bei mir. Siehst du? Voll gut. Yay, Schwarzstein, ja. Ich habe übrigens schon wieder, wie habe ich denn jetzt so? Um die 50 Gems habe ich wieder vorbereitet. Also vielleicht habe ich zum Wochenende wieder meine 100. Oder 120, haben wir ja letztens gebraucht für zwei Trieringe. Gucken wir doch mal. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht die Ohrringe und den Gürtel und so auch noch hochkriegen, ne?
Wobei das schon hart lucky war, habe ich im Nachhinein erfahren. Einfach drücken, warum? Welcher Plan denn? Also der 124er, den ich habe, den will ich benutzen für meine Pendante. Oder Ted Blackstar, je nachdem. Aber ich habe noch so viele 100er-Stacks. Ich werde wahrscheinlich damit nochmal probieren, Ruin zu machen oder ein Valtara. Aber das Geld nebenbei schon mal ansparen, um dann das zweite Teil zu kaufen. Ich brauche halt beide Schmuckteile, ne? Anders gibt's den Weg nicht zu pennen. Du nimmst die alle. Glaube ich, ja. Musst du Questen gehen dafür, dann hast du die auch. Oder AOB machen. Okay. Aber du kriegst ja keinen Fehlstack für Rulupi, du kriegst ja Verstärkungschance plus 1. Den immer Trischatten mal. Oh. Egal, ich mach dein GFZ draus, scheiß drauf. Für die 4.900. Echt? Ich dachte, da gab es nur so ein Dings dafür. Sag das schnell. Plus eine Verstärkungsstufe. Für 10.000 zweimal 100 da. Du bist am Griden, ne? Dachtraum. Man sieht das. Man erkennt direkt jemanden, wenn er grindet. Also seine Schreibweise ist halt einfach so. Ich kann auch nicht schreiben, vertipp mich immer. Immer. Safe. Und dadurch, dass ich jetzt DK bin, ist jeder zweite Buchstabe bei mir auch mindestens groß. Weil ich halt meinen Finger nie vom Shift auch nehmen oder so, ne? Yay, Kampftalentpunkt. PogChamp. Einmal Tattoo gerade noch. Und dann hast du Full-Tat-Schmuck, oder was? Bin ich eigentlich immer noch so lila? Wie die letzten Male? Falls ja, dann weiß ich nicht, woran es gelegen hat, denn ich habe nichts geändert. Ja. Ja, die letzten Male wurde immer gesagt, dass ich voll lila bin. Also über die Kamera bin ich so lila. Hallo Toto. Sommer Tatruin, Zara Tatru, Wort Mac. 63, you warm? Seit schon ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht. 2 Wochen, ne? 2 Wochen, glaube ich, bin ich jetzt 63. Es regnet aber nur hier, ne? Nur an dieser einen Stelle hier. Unfassbar. Die Höhle hat genau dort ein Leck, ey. Du bist müde. Trinkst du nicht gerade Kaffee? Heute bin ich mal nicht lila. Gut, ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Weil ich habe nichts umgestellt. Keine Ahnung, ja. Dann seht ihr alle rosane Elefanten. Bringt nur nichts? Ja, dann einfach mal schlafen gehen, Mikael. Einfach mal die Augen zu machen und schlafen. Nee, da bin ich auch nie lila. Da ist immer weiß. Alles um mich herum.
Guckt nur alles an, ja, ne? Ja, ich weiß, dass du nie schläfst, deswegen sage ich ja zu dir, wenn du schon müde bist, dann leg dich doch ins Bett und geh einfach schlafen. Pass auf, ich gebe dir Brief und Siegel dafür, Sascha. Ich kann dir in einem Monat, spätestens in einem Monat, Bilder schicken von mir hier, wie es von meiner Tür aussieht. Und ich sag dir, es wird Schnee liegen. Bei mir ist es halt das Ding, bei mir schneit es zuerst und bei mir liegt es auch am längsten. Also wenn ihr euch mal überlegt, ne, ich hatte ja bis März oder so, bis März oder April 1,50 Meter hohes Schnee. Das war... Ne? Das ist halt total schön auf einer Seite und auf der anderen ist das halt, gerade wenn du Hunde hast, eine richtige Tortur. Warte mal ganz kurz. Ach doch, alles gut. Alles richtig, alles richtig. Hallo? Lass mich vorbei. Schick mal, was du bei uns fällt. Jo, werde ich wahrscheinlich im Discord auch rein posten. Mach ich ja eigentlich immer. Bester Forever. Dykes Forever. Irgendwie spüre ich keinen Blackchart. Ich glaube nicht, dass ich einen droppen werde, by the way. Schnee wird es halt bei der Entwicklung nicht mehr lange geben. Ey, das ist krass, ne? Also, ich habe den Klimawandel, glaube ich, noch nie so krass gemerkt wie dieses Jahr, ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass nur mir das aufgefallen ist, aber ich finde, das war schon sehr spürbar dieses Jahr. Schnee wird es geben, ja. Aber in Großstädten wirst du das halt immer seltener erleben, ne? Ja, irgendwo mit Sicherheit auf dieser Welt, Miguel. Irgendwo bestimmt. Komm, wir haben mal einen Würfel-Reminder rein. Vergesst nicht, euch die Trainingsbücher zu holen, die Artisans, die Loot Scrolls. So lustig ist, ich benutze Artisans meistens gar nicht, ne? Wenn wir die so vom Game bekommen. Ganz komisch. Vergesst die einfach immer, dass ich die habe. Ich kaufe mir die ja auch nicht oder so. Deswegen bin ich es gar nicht gewohnt, damit zu hantieren. Nicht nochmal in die andere Richtung, um Schnee zu sehen. Mm-hmm.
Ich glaube, noch besseren Spot kann ich nicht nehmen. Mehr als Blackchart Router geht halt nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich noch tun kann, damit ich ja nicht was droppe, ne? Aber ich kann nichts weiter tun, außer grinden. Ja, sad but true. Ist halt so. Mehr als grinden geht da leider nicht. Jo, alles klar, mir gestern. Schlaf mal gut, ne? Lurken. Okay. Tu das. Bis dann. Hast du nicht auch schon Feierabend, Jockey? Ich dachte, das ist schon Feierabend. Eine Stunde? Was? Ach so. Ja, aber du meintest, dass du auch gerne grinden gehen würdest. Oder bist du wieder am Laptop? Au! Irgendwas hat dir selber wehgetan gerade. Ist der Wodkin? Verrückt. Irgendwas hat mir übel Schaden gemacht gerade. Zum Läppi. Ja gut, du kannst ja nicht grinden und streamen gleichzeitig gucken, ne? Das funktioniert ja nicht. Ja, liebe Loot-Scroll.